was der so Schönes dabei hat. Und dann nochmal hier den Verbrennungsofen aktiv zur Abstimmung. Wir werfen die Knochen rein und alle sind glücklich. Mit Kryptos Geist müssen wir nochmal sprechen, das ist aber schön. Alter, warum greifst du? Ich Stufe 8 an. Weil ich's kann. Aha! Ach, die sind ja schon gesehen. So, wo ist der Krypto, die alte Werbe da? Ich hätte jetzt Lugerschnitte gesagt, aber der ist ja ein Geister, sieht man das ja nicht. Ui! Jump. Lol, ist das ein Grabstein? Bitte. Nee. Krypto, alte Sau, bleib stehen, komm schon, ich tu dir auch nichts. Ja, bisschen Erfahrungspunkte und Kram. So, was haben wir denn noch für Quests? Odella, würfel der mal, achso, der Rot, ja, ich weiß. Leute. Was denn? Nix. Ihr habt Quelle der Wut erobert. Achso, die Balaur haben Quelle der Wut erobert. Die Balaur haben einen Haufen Scheiß erobert. Schade. Wie sieht's denn eigentlich gerade im Abyss aus? Mal nachschauen. Ja. Ja, also. Chor gehört dem Balaur, wie immer. Und sieht auch scheiße aus. Wir haben im ganzen Abyss nur zwei Festungen. Das freut uns doch. Ich werde es versuchen. Bringt den Würfel der Kraft zu Munin. Oder? Ne, den magischen. Den Würfel der magischen Kraft sogar. Jetzt schon das Stufe 7er Quest. Wir bringen den Würfel zu Munin. Überraschung, das wird jetzt wohl nicht so schwierig sein, oder nicht? Doch. Und wir sind Stufe 6, da werden wir doch wohl eine Stufe 7er Quest schaffen. Du bist schon vorausgegangen, oder wie? Ja. Du bist nicht hinter mir. Das finde ich aber sehr unsozial, hier, mich einfach mal so in den Tod laufen lassen, ohne was zu sagen. Nee, Spaß. Ja, eigentlich irgendwo deine EP. Schade. Hast du auch schon die Hälfte an der EP? Von Erfahrungspunkten her? Nee, ich hatte nicht so viele Quests, so viele Quests wie du. Boah, arsch viele EP gibt. Tja, arsch viele EP ist doch übertrieben. So, Munin, du geile Sau. Da hinten. Würfel der magischen Kraft. Verlasst euch auf mich. Erledigt Gruftsparkler. Kein Problem. Wo bist du eigentlich? Wo wohl? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich bin nur gerade an dir vorbeigelaufen, aber egal. Nö. Lügen! Alter Tricks! Dämliches da in the face. Da freut er sich. Stufe 8er killen ist jetzt nicht so lustig, glaube ich. Alter, wie viel der mir zieht. Aber es sieht gut aus. Immerhin habe ich noch mehr Leben als er.
Hat mich auch nur die Hälfte meines Lebens gekostet. Das ist schön. Pump. Hier. Und du Sau kriegst auch eins in die Fresse. Kantor baut nämlich darauf auf, dass er so Ketten von Angriffen hat. Das ist dann schon ziemlich blöd, wenn man unterbrochen wird und man dann irgendwie keinen weiteren Schaden mehr machen kann, wenn man dann auf die Cooldown wartet. Das ist so kacke. Sprecht mit Muni. On my way, Sir. Hast du auch schon drei? Ja. Hammer geil. Überholt er mich einfach mal. Ich danke euch. Sprecht mit D-Rod. Kein Problem. Lass uns doch noch ein bisschen sinnlos durch die Gegend wandern. Ha. Freu. Ich hab die komische Kette vorhin gekriegt. Die Silberkette? Ach, schön. Verbrennst jetzt die Knochen. Jo. Mach, wo ist denn der Geist? Auch ein schöner Name. Meister Alarm, schick. Jump. Jump. Lol. Hat gerade voll geruckelt, ey. Bloß gut, dass die Wege hier nicht lang sind. Hier hätten wir eigentlich auch bei Munin so eine komische Teleportationsstatue hinbasteln können. Weil klar, wenn man dann irgendwann Asmo ist, also Deva ist, dann kann man hier einfach runtergleiten und so. Aber jetzt ist dann doch noch ein bisschen nervig. Jump! I'm walking. Yes, indeed. I'm talking about you and me. Ja. Connor lernt zocken, ist online. Schön. Der macht auch keine Let's Plays mehr. Schade eigentlich. War zwar ein bisschen unprofessionell, aber war ganz lustig. Kuckuck. Was Kuckuck? Ich hab dich überholt. Hammer geil. Oh, epische Questbeendung. Ring ansetzen. Ich hab 6 Flügel. Boah, ich freue mich, wenn wir endlich nach Pandel kommen. So rum. Ja, ich freue mich, wenn wir endlich nach Asmodee kommen, ne? Brax können wir jetzt töten. Genau. Hast du einen Timer gestellt? Nö, habe ich nicht. Wieso? Timer gestellt. Damit du weißt, wie lange du schon aufnimmst. Ach was, das gucke ich dann einfach so nach. Lol. Hektar. Braxfell möchte ich haben, ja. Hast du die Quest schon? Ja. Geil. Lol, da ist gerade ein Karnef hinter einem Brax, ja. Das passiert öfters. Ach, das ist ein Grauborsten-Braxi, der ist nicht so. What the fuck? Nicht gut. Am Arsch! Stirb, du Sau! Und nicht mal groß Loot oder so. So, jetzt gib mir dein Fell. So, einer geht noch, habe ich gehört. Dreh dich, geile Sau. Dreh dich. Wie der einfach zweimal hintereinander wieder steht. Ich glaube, es geht los.
So, Faxfeld, fertig. Und wer. Jetzt brauche ich noch zwei. Und wo ist Denmark? Übrigens, hier ist einmal noch. Hier, hier, hier! Ach, egal. Wo ist hier? Ja, hier, wo ich stehe. Und wo bist du schon wieder? In Richtung Turm. Da habe ich noch einen gekillt, eigentlich. Damit du deinen komischen Dings holen kannst, aber egal. So, und Denmar ist jetzt wieder wo? Müsste eigentlich hier irgendwo rumgammeln. Ach, die Gemischtwarenhändlerin. Ja, ich sehe dich gleich. Ich sehe dich gleich. So, die Gemischtwarenhändlerin können wir aber auch gleich zummüllen, wo wir gerade schon mal da sind. Erholungsserum, Lebensserum. Großhand, die Schockschriftrolle, Lebenstrank und das ist ein Eventtrank. Die Fokusperle können wir auch verkaufen. Und da haben wir mal wieder ein bisschen mehr Geld. Schön. Eigentlich. So, wir nehmen jetzt aber eigentlich schon so ungefähr eine halbe Stunde auf. Circa. Ganz circa. Weil man immer, weil die Buffs halt eine Stunde. So, und du bist jetzt nochmal wo? Gemischtwarenhändlerin. Okay. Geheimnis von Evidir. Evidir Matrosinnen und Evidir Jäger töten. Ach, die Clowns an der Küste. Die machen wir doch auch noch. Leute, der kriegt gerade Fett auf die Fresse, habe ich gehört. Heißen dann jetzt anders, kann das sein? Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Evidir Logbuch muss ich finden, habe ich gehört. Hast du die Quest jetzt auch schon? Welche? Das Geheimnis von Evidir. Das mit dem Buch, ne? Ja. Das habe ich schon abgeschlossen. Bin beim Zweier. Interrupten, hey. Hey, geil, das habe ich jetzt auch schon. Oh, Scheiß. Die Evidir-Matrosen und Evidir-Handlanger haben Hinweise. Zu spät. Wollte ich jetzt eigentlich noch lesen? No, no, no. Egal. Du, ich sag's dir, wenn jetzt noch so ein Säbelzahnviech herkommt, dann. Dann ist Zapfenstreich für die. Dann rottest du sie alle aus, oder? One Hit. Ja. Sprich. Du Sau. Tun. Hi! Yippie-yay-yay. Gleich die nächste Quest. Geheimnis von Evidir 2. Das kann man dann noch zusammen machen, oder? Zu Lindun. Die Legion Last Wish hat Quelle der Wut erobert. Schön, wo ist dieser Lindun? Anturon, was? Alter! Euer Ernst! Der steht so drei Schritte weiter! Komm schon!